einem neuen Video, liebe Motorsportfreunde. Heute zu einem eher unschönen Thema. Das Ganze ist jetzt schon 2-3 Monate her. Ich hatte das Ganze schon mal ein bisschen bei Instagram damals hochgeladen. Und zwar war ich seit langem mal wieder bei einem Tuning-Treffen. Dieses Tuning-Treffen war in Krefeld beim Moos-Biker-Treff. Einige kennen das vielleicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Treffen hieß. Auf jeden Fall waren das hauptsächlich Japaner, die dort waren. Ich war bei diesem Treffen schon 2-3 Mal. Schon ein paar Jahre her, muss ich dazu sagen, weil ich fahre ja eigentlich zu keinem Treffen mehr. Und ja, ich bin da mit einem Kollegen zusammen hingefahren, mit dem Daniel, mit dem blauen 350Z, den ihr schon aus einigen Instagram-Bildern und Stories und aus einigen Videos kennt von dem Kanal. Und ja, wir sind da hingefahren. Ich habe mich dann kurzhand sogar noch dazu entschieden, mit meinem Toyota zu fahren. Wir sind dann halt mit beiden Autos losgefahren. Daniel ist vorgefahren, ich hinterher. Wir sind zu dem Treffen gefahren. Auch nur aus dem Grund, weil ich auch weiß, dass das Treffen eigentlich immer sehr ruhig ist. Viele coole Autos da sind, viele Bekannte von mir da sind. Und es da eigentlich auch nie Probleme mit Polizei oder des Weiteren gab. Und ja, wir sind zu dem Treffen hingefahren, sind auf das Gelände gefahren. Man muss dazu sagen, direkt, ich sag mal, ein paar Häuser weiter von dem Treffen ist eine Polizeistation. Muss aber dazu sagen, es gab nie Kontrollen. Was ja auch nicht schlimm ist, wenn Kontrollen sind, wenn sie vernünftig sind. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und ja, wir sind auf das Treffen draufgefahren. Und am Eingang des Treffens, wenn man aufs Gelände fährt, sitzt immer jemand, der nimmt 5 Euro oder 10 Euro Eintritt entgegen. Was ja auch kein Problem ist. Und da haben wir schon gesehen, dass dort links ein Streifenwagen stand, der, ich glaube, zu dem Zeitpunkt in den Presa kontrolliert hat. Ja, wir sind dann auf jeden Fall aufs Gelände drauf, sind ein bisschen über das Gelände gegangen, haben uns die Autos angeguckt, haben mit Leuten gesprochen, das Übliche halt. Und jetzt kommt das Interessante. Und ja, wir sind da von einem Treffen wieder runtergefahren. Ich muss dazu sagen, der Daniel ist vorgefahren. Zwischen mir und Daniel war noch ein neuerer, ich glaube Civic Type R war das. Der hat auf dem Gelände schön Party gemacht, also einmal kurz hochgedreht, weil so zwei Kiddies irgendwie so gezeigt haben, er soll dann hochdrehen, hat er gemacht. Ja, der Daniel ist dann rechts rum von dem Gelände rausgefahren, aber man muss sich das vorstellen, es ist eine Straße und man kommt von dem Gelände runter und kann nur links rum oder rechts rum. Und genau auf der anderen Straßenseite gegenüber stand die Polizei und hat gewartet. Der Daniel ist rausgefahren, ist rechts rumgefahren. Der Type R, der vorher die Welle gemacht hat, ist auch rechts rumgefahren. Ich bin als letzter auch rechts rumgefahren. Und ja, wie soll es anders sein? Die Polizei ist uns natürlich direkt hinterhergefahren, beziehungsweise mir. Ich bin ein paar Meter gefahren, so ich sag mal 40, 50 Meter. Da ging direkt schon an, bitte stehen bleiben, bitte halten. Ich sofort Warnblinklicht angemacht, rechts angehalten. Und ja, hatte dann in der Zeit, wo ich aber angehalten habe, schon meine ganzen Papiere, also ich habe so einen Ordner im Auto, auf den Beifahrersitz gelegt, wo dann Fahrzeugpapiere, alle Unterlagen von den ABEs, von den Umbauten, alles dabei ist. Und ja, habe dann gewartet, bis der Polizist kam. Er hat dann natürlich an meinem Fenster angehalten, hat gesagt, ja, allgemeine Verkehrskontrolle und ja, wie soll es anders sein, war ja klar. Ich ihn direkt schon meinen Ordner in die Hand gedrückt und ja, dann ist er zu seinem Streifenwagen gegangen mit meinen Klamotten, hat die sich angeguckt. Dann durfte ich aussteigen und dann fing der Spaß erst richtig an. Denn der gute Herr sagte dann, nachdem er meine Fahrzeugdaten überprüft hat, wortwörtlich muss ich dazu sagen, wir haben jetzt ein Problem. Wollen Sie die gute oder die böse Tour? Das finde ich schon bisschen assi eigentlich von dem Polizisten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil entweder oder gibt es meiner Meinung nach nicht, entweder so oder so, Punkt. Und dann sage ich, ja, ich hätte gerne die weiche, die einfache Tour. Und dann sagte er so, ja, Sie sind ja auch ein gutes Kerlchen, wo ich mir denke, wir haben keine drei Wörter gefühlt gewechselt. Und ja, okay, ich bin dann halt auch ausgestiegen, er hat sich das Auto dann angeguckt von mir und hatte dann einige Probleme mit meinem Auto. Ich habe mir ein paar Sachen notiert auf dem Handy. Zum Beispiel vorne meine Frontlippe, die ich habe, die hat ja so Metallstreben. Die sind vom TÜV Vorschrift gewesen, damals bei meinem Splitter. Die waren auch dabei. Der Splitter ist auch so eingetragen worden. Und ich habe ihm, weil er halt Probleme hatte mit den Streben wegen Fußgängerschutz, bla bla bla, habe ich ihm sogar erklärt, ein AMG GTR Black Series hat ähnliche Streben. Der Maxton Splitter, den es sogar mit Gutachten gibt, hat
ebenfalls ein Gutachten. Und das ist alles kein Problem. Dann meine Abschleppschlaufe fand ich auch sehr lustig mit der Begründung, er könnte sich nicht vorstellen, dass man mich daran hätte abschleppen können. Wo ich mir so denke, da ist eine riesige Metallstrebe drin in der Öffnung. Und daran ist der Haken befestigt und jeder, der auf der Rennstrecke fährt, bei dem Trackday braucht so einen Haken. Naja, muss ja auch nicht jeder kennen, aber fand ich auf jeden Fall schon sehr amüsant. Als nächstes der einzige Grund, wo ich wirklich sagen würde, okay, verstehe ich, mein Sonnenblendenkeil, der hat einfach wirklich viel zu langes. Da hat er dann sogar noch gesagt, den brauche ich jetzt nicht vor Ort abmachen. Gibt ja hässliche Streifen, kann ich dann zu Hause machen. Wo ich mir so denke, er bemängelt das, aber dann darf ich es zu Hause machen. Klar, es ist keine Frage, eine super Geste, dass ich es nicht sofort machen durfte. Da auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Als nächstes hätten wir dann das Problem, meine Lacknuts mal wieder, meine Stahl-Japan-Racing-Lacknuts. Ich habe mit ihm dann diskutiert, da die halt nicht rausstehen, die aus Stahl sind. Klar, die sind so chrom-eloxiert, fallen halt auf. Ich habe ihm dann erzählt, die sind aus Stahl, ich kann die auch sofort abschrauben. Ich hatte Drehmoment und alles Mögliche dabei. Wollte er nicht, hat dann natürlich gesagt, ja, blablabla, Stilllegungsgrund, aber sie sind ja heute nett und legen keine Autos still. So war die Aussage, obwohl ich gehört hatte, dass der Impreza, den wir am Anfang gesehen hatten, wohl abgeschleppt wurde. Gesehen habe ich es nicht, nur gehört. Fand ich auf jeden Fall wieder sehr, sehr amüsant, dass man dann so mit dem, ja, wir sind nett und blablabla. Und ja, dann war die Anfangsszene, beziehungsweise wo wir uns das Auto angeguckt haben, also da habe ich gedacht, jetzt ist komplett vorbei. Ich habe die Motorhaube aufgemacht, er hat sich alles angeguckt, die Carbon-Motorhaube, alles kein Problem. Den Diffusor hat er sich noch nicht mal angeschaut. Er hat ein bisschen an der Höhe geguckt von dem Auto, aber er schleift nicht, er ist nicht zu tief. Da ist alles safe. Ich hatte sogar damals noch einen Zentimeter höher gedreht, weil er mir zu tief war. Und ja, ich habe die Motorhaube aufgemacht, habe zu ihm gesagt, im Motorraum habe ich nichts gemacht, bis auf diese Hauben, nicht Schnellverschlüsse, sondern diese... wie heißen sie? Diese Haubenlifter aus Carbon und eine Domstrebe. Und er guckte in meinen Motorraum und leuchtete dann drin rum und hat da ziemlich lange gebraucht. Er war bestimmt eine Minute, zwei da beschäftigt, in meinem leeren Motorraum reinzugucken. Bis der Spruch dann so kam, aus dem Motorraum quer hoch und mich dabei anlächelt. Ja, ich hätte ja einen MPS Engineering Aufkleber drauf und die wären ja bekannt dafür, Software zu machen und Turbo-Umbauten zu machen. Wo ich so denke, ja, aber mein Auto ist komplett Serie, das ist ein Saurer, da macht Tuning softwaremäßig kaum einen Sinn, außer vielleicht den Torque-Dip wegmachen, aber das dem zu erklären, macht da absolut gar keinen Sinn, also habe ich es gelassen, aber diese Unterstellung, ich hätte was an einem Auto modifiziert, was ich definitiv nicht habe, und dann nur, weil ich einen Aufkleber drauf habe, das ist, also da haben mir echt die Worte gefehlt, und das war das Erste, was an dem Tag war, als er mit mir gesprochen hat, beziehungsweise mit mir das Auto angeguckt hat, da habe ich gedacht, ab jetzt wird die Kontrolle noch richtig, richtig gut. Es ging dann weiter, er meinte dann noch, ich hätte meine Frontscheibe und meine Seitenscheiben getönt, was aber nicht der Fall ist. Die sind leicht dunkler vom Serienzustand her, aber halt nicht getönt. Ja, das war halt ziemlich doof und ich muss halt sagen, eine Sache, wo er auch recht hatte, ich hatte dooferweise meinen Radarwarner unterm Lenkrad kleben gehabt, den hat er gesehen, weil ich die Tür offen hatte, als ich ausgestiegen bin und habe die halt offen gelassen, okay, kein Problem, sehe ich ein, ist halt doof. Da hat er mir dann auch noch eine Predigt zugemacht, ja, bla 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 und einen auf, ich kann das nicht so ganz wiedergeben, aber so richtig einen auf Chef getan und so, ja, ja, sowas geht gar nicht und ne, hier und das sind die Strafen und bla 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 und dafür habe ich zum Glück auch nichts bekommen, da ja auf jeden Fall nochmal Props, ne. Die waren auch sehr höflich, beziehungsweise der andere Polizist, der hat gar nichts gesagt. Ich könnte mich jetzt sogar noch nicht mal an den erinnern und sagen, wie der aussieht, wie dem seine Stimme ist. Der stand einfach nur daneben, hat immer ja, 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 ja gesagt. Und mit dem einen habe ich halt hauptsächlich kommuniziert, der wohl auch bisschen Ahnung von Tuning hatte, aber anscheinend ja auch nicht viel im Hinblick auf die Leistungssteigerung und die getönten Scheiben. Und ja, dann meinte der eine Kollege, das war das Einzige, was ich von ihm gehört habe, so, ja, machen Sie schon mal Ihre EC-Karte klar, wo ich mir so dachte, jo,
Darauf läuft es halt hinaus, dass ich halt ein Bußgeld bezahle und halt fahren darf, was natürlich geil ist, dass ich überhaupt wieder fahren durfte und nicht auf dem Abschlepper gelandet bin. Weil, ihr wisst ja selber, die sitzen immer am längeren Hebel, egal ob ihr alles eingetragen habt oder nicht. Wenn die Bock haben, nehmen die euer Auto mit. Da könnt ihr 3 Seiten Fahrzeugschein haben, 5 Seiten Fahrzeugschein haben, das ist scheißegal. Wenn die einen Verdacht haben, dann ist es halt so und dann ist euer Auto weg. Klar, ihr könnt dagegen gerichtlich vorgehen mit Anwälten, das zieht sich aber, kostet auch eine Menge Geld. Ob ihr gewinnt oder verliert, ist halt auch immer fraglich, weil na, die TÜV-Prüfer von denen finden eigentlich immer was. Ja, das war so meine Kontrolle. Wie gesagt, die waren sehr nett und so, haben mich auch dann auch fahren lassen. Im Endeffekt waren es dann 50 Euro Bußgeld. Aber alleine, wie man mit den Leuten spricht, so, ne, sich schon mal nicht vorgestellt hat, dann dieses Unterschieben von Tatsachen, die gar nicht stimmen, so, diese Unwissenheit, diese nicht gut geschulten Polizisten bei Kontrollen, also man hat gemerkt, er hatte ein bisschen Ahnung, aber halt nicht die Ahnung, wo ich jetzt sagen würde, ey, das kann man machen, wenn man, oder solche Polizisten sind für eine Tuning-Kontrolle geschult, weil der hatte einfach zu wenig Ahnung dafür. Und meiner Meinung nach ist es halt, man sollte, wenn man schon so Kontrollen macht, wirklich geschultes Personal dort haben, die auch wirklich Ahnung haben. Und der eine Typ, der dabei war, der hatte gar keine Ahnung, weil der auch gar nichts gesagt hat. Ich glaube, das war einfach nur einer, der so, ich sag mal, Mitläufer war. Das war so die Kontrolle, die ich so hatte. Das war ja jetzt schon meine 3. Kontrolle innerhalb der letzten, ja, 3 Jahre. Muss sagen, ich wurde sonst die Jahre nie kontrolliert, also mit dem Skyline nicht damals, mit dem 33er, mit dem Toyota waren die Kontrollen bis jetzt eigentlich auch immer sehr gut. Einmal beim 14-Stunden-Rennen letztes Jahr auf der Autobahn, da waren die sehr nett, da war ja das Lustige, wo sie mir die Fahrzeugpapiere nicht mitgegeben oder Teile nicht mitgegeben haben und mir nochmal hinterhergefahren sind. Dann die erste Kontrolle, wo der damals auch Probleme hatte, auch wegen meinen Lacknuts. Und ja, und jetzt diese Kontrolle, das macht das Ganze aber so ein bisschen madig und ich finde halt auch dieses immer vor den Tuning-Treffen warten halt einfach so unnötig. Ne? Wir haben in Deutschland so viele andere Probleme anstatt so Autos. Klar, wenn man sich nicht benimmt, dass die vielleicht die Polizei vor Ort ist und die Leute rauszieht, die vielleicht Burnouts machen, Beschleunigungsrennen machen, die Abgasanlage aufheulen lassen, was ja auch wieder lustig war, der Type R vor mir, den haben sie fahren lassen, obwohl der da halt hochgedreht hat, was ich meiner Meinung nach einfach auch scheiße finde, aber ja. Und ich finde halt einfach so Kontrollen einfach ziemlich überflüssig, wenn halt wirklich bei so Treffen wirklich alles immer gesittet abläuft. Ja, das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Ich weiß ja nicht, was ihr vielleicht schon für Erfahrungen habt mit Kontrollen und mit Polizisten. Habt ihr da gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen, würde mich freuen. Ja, dann soll es das für das Video gewesen sein und lasst gerne ein Abo da, ein Like da und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann zum nächsten Video sehen. Ich hoffe da mit besseren News oder besseren Infos und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei den anderen Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao! Thank you.